Gedenkstätte Bautzner Straße, Dresden, ein Ort der Erinnerung an die Opfer der politischen Verfolgung der sowjetischen Besatzzone und der DDR. An diesem historischen Ort der Unfreiheit sprechen wir heute über Freiheit. Freiheit bedeutet die Möglichkeit, offen über das Wichtige zu sprechen. Man kann ungerecht für das Bedürfnis nach Freiheit verurteilt werden. Aber sogar, wenn wir nicht immer aus dem Gefängnis entlassen werden können, können wir dank Kunst für immer frei
bleiben. Вона завжди фарбує губи червоним, горить усім, чим живе, палає усім, що має, виносить засильні контури біль мільйонів, розуміючи достеменно, що це тільки початок врожаю, розриває чіткий наратив на кордонах несприйняття. О, сестро, ти знаєш, за тобою довжені ряди слухачів. Грай нам надалі крізь грати, крізь морок, крізь їхні страхи. Нам вистачить транспарантів, їм не вистачить королів. Червона помада, як кров, вгризається у полотно, яке ми з тобою, сестро, триматимемо разом, щоб вони не казали. В нас всіх дежавю, бо це все вже у нас було. І сьомий рік поспіль продовжується надалі. Три крапки поставлю я дещо пізніше. А поки всі ті, хто ще вірить, хто готовий здіймати у небо правильні прапори, доки мертві все чують, а їх матері й отці пам'ятають, ми будемо триматися моцно нашу свободу внутрі. Фрі Марія Колєснікова. Wir sind alle verbunden, verbunden in unserer Freiheit genauso wie in unserer Unfreiheit. Wir sind alle unfrei, auch wenn wir für unsere Rechte kämpfen, an Demos teilnehmen, sich mit Feminismus auskennen, selber bestimmen, mit wem wir schlafen. Wir sind unfrei, bis wir unsere eigene Realität erschaffen können. Egal wie, durch Wörter, Töne, Farben oder Geräusche. Und das kann uns keiner nehmen und niemand kann das falsch interpretieren. In dem, was wir schaffen, sind wir selbst ehrlich und verschieden. Was steckt hinter Zensur? Welche Motivation und welche Ängste? Welche Konsequenzen folgen, wenn wir unfähig sind, sich frei auszudrücken? Mit Hilfe der Bilder, Musik und Texten möchten die Künstlerinnen darstellen, wie soziale Institutionen und Erwartungen unsere Gedanken zensieren und wie Kunst diesen Gedanken wieder freien Lauf lässt. In mir ist gestorben der dickbäuchige Koch, die geschmeidige Gymnastikerin, der Boxweltmeister, die Einserschülerin, die stolze Besitzerin der goldensten Goldmedaille auf der ganzen Welt. In mir ist gestorben der schlappe und völlig nutzlose Polizist, der trotzdem weiß, wie man schießt. In mir ist gestorben
Eine Floristin, die donnerstags Salsa tanzt. Oder vielleicht eine Bibliothekarin, die davon träumt, schmachtend ihr Haar zu öffnen, wie in einem der Filme, die sie sich anzusehen verbietet. In mir ist gestorben die dünnarmige Philologengöre, der Fotograf in braunen Stiefeln, der so cool ist wie das Klicken seiner Kamera an einem menschenleeren Morgen. In mir ist gestorben einer, der sich durch die Sender zappt, unterbrochen nur von Gängen zur Toilette. In mir ist gestorben ein Stubenhocker mit einem Band Marques und einem warmen Decke oder aber jemand, der ohne Netz auf dem Seil tanzt. Ein grimmiger Wanderer über metaphysische Inseln, verschlungene Wege und Sinne. In mir ist gestorben ein vor Konzentration zitternder Chirurg, gespannt wie der Pfeil in einem unsichtbaren Bogen. In mir ist gestorben ein Wahnsinniger, der bis zum Umfallen tanzt, der jeden einzelnen von Andersens Schuhen anprobieren will, in der Hoffnung, gerade sie bringen ihm seinen süßen, hedonistischen Tod. In mir ist gestorben ein flinker Barmann, der auswendig weiß, wie man den Stein der Weisen zaubert. In mir ist gestorben ein ganzer Bienenstock, vielleicht eine Generation fetter Fliegen, vielleicht ein herrenloser Hund, der Wurst liebt, den Mondhund Akazien. In mir ist gestorben der rasende Biker, der nur Lieder über Gott und die Liebe mag und sich in Pathos kleidet wie in einen Mantel, der ihn vor Regen und vor der Realität schützt. Eine Müllkippe, ein Berg aus nutzlosen Wissenskernen. Genau daraus besteht meine Innenwelt. Sie rühren sich verlegen, schnell dahingeworfen, flach und verstaubt. Zwischen Hammer und Amboss hindurch schiebe ich vorsichtig einen Bissen in mein Ohr. Die Knochen sind fein und zerbrechlich. Ich fege richtig durch. Meine Wissenskerne haben nichts dagegen. Ich bringe den Müll nach draußen. Ich gehe aus mir raus. Niemand öffnet. Ich verstehe nicht ganz, obwohl, ja, doch, natürlich, es ist ja keiner da. Zum ersten Mal. Ich gehe rein, sehe mich um, wie geräumig und hell hier alles ist. An die Tür kommt ein Schild. Nicht mehr zu vermieten. Для них усе є можливим.
як пташки, шпигнули, ай та взяли і забули про слово кордон. Думка немає перепад. Немає перепон, як пташки шпигнули, ой та взяли і забули про слово кордон. По думкам немає перепон. Nika, ich würde niemals in so eine banale Touristenbar gehen, aber musste meinen ehemaligen, schon seit mehreren Jahren im Ausland lebenden Klassenkameraden dort treffen. Ein Klassiker. Niemand hätte Interesse an tatsächlichen Schätzen der Stadt wie dem galizischen Landtag oder dem Befreiungskampfmuseum. Ich habe einen Tisch auf den Namen Kirilenko reserviert, sagte ich der Kellnerin vor Ort. Folgen Sie mir bitte, ich begleite Sie. Ihre Freunde sind noch nicht da, antwortete mir die Kellnerin, gezierrt, und ging mit einer langen Peitsche in der Hand voran. Die Kellnerinnen hier waren immer heiß. Da konnte man sich nicht beschweren. In der Mitte der Halle passierte etwas. Ich setzte mich schnell an unserem Tisch, holte mein Handy raus, um meinen Bekannten Bescheid zu geben, und erst dann sah ich, was da los war. Zuerst erkannte ich sie nicht, da ihr schlanke Arm komplett tätowiert und ihr rotes Haar, einst so willkürlich geschnitten, nun viel länger war. Aber ihre Brüste blieben gleich. Die würde ich nie verwechseln. Hatten sie mir schon in meinen Studienjahren verrückt gemacht. Naja, nicht nur die Brüste, ihre anderen Körperteile auch, nebst ihrer Persönlichkeit. Eben alles drum und dran. Ihre Brüste jedoch mochte ich am meisten. Und dann, 8 Jahre später, sah ich plötzlich genau diese Brüste in einer obskuren Bar und verstand erstmal gar nicht, was ihnen dort angetan wurde. Meine alte Bekannte saß halbnackt mit verbundenen Augen auf einem Holzstuhl, die Kellnerin vergoss großzügig heißes Wachs über ihren Körper, ein Chinese filmte das Ganze mit dem Handy und der Rest des Publikums applaudierte. Dann schob die Kellnerin einen vollen Eimer Eis in die Hose ihres Opfers, befahl ihr sie, niederzuknien und schlug sie 40 Mal mit einer Peitsche. Dem Mädchen bereitete das Ganze anscheinend jede Menge Spaß, genauso wie dem Publikum. Am Ende ließ der arme Chinese sogar das Telefon fallen vor so viel ukrainischem Temperament. Ein paar Minuten später ging ich zu ihr. Nika, hallo. Oh, was für ein Treffen. Hab ich mir auch gedacht. Hab nicht erwartet, dich und vor allem nackt hier zu sehen. Wieso nackt? Ich hatte nur mein T-Shirt ausgezogen. Und jemand hat das aufgenommen? Ach komm, wen kannst du heutzutage mit einem BH überraschen? Ich freue mich übrigens, dich zu sehen. Was machst du hier, außer mir einen Moralpredigt zu halten? Sorry, wollte dich nicht beleidigen. Ich bin mit den Freunden unterwegs. Sie hatte sich verändert. Sehr.
und ihr gesamtes Update zusammen mit dem langen Haar, Tätowierungen und einem kleinen Piercing in der Nase passte gut zu ihr, als ob es immer so gewesen wäre. Es gab jedoch etwas anderes an ihren Veränderungen. Natürlich verändern wir uns alle innerhalb von 8 Jahren, aber etwas in ihren Augen alarmierte mich. Allerdings vergaß ich es ziemlich wieder. Hör mal, ich bin hier ebenfalls mit Freunden unterwegs. Sie haben übrigens diese Show für mich bestellt. Wie lange bleibst du noch hier? Wir können uns später treffen. Hast du mich auf Facebook? Also, lass uns schreiben, okay? Schlug Linka schnell vor. Ich konnte daraufhin nur nicken. Und gerade in diesem Moment tauchten mein Freund und seine Kollegin auf, während Nika zu ihrem Tisch zurückkehrte. Die ausländischen Kollegen meines Kumpels waren begeistert von der Einrichtung und beschlossen, alle Cocktails zu kosten, um herauszufinden, welche davon stärker war, geile Kater oder die babylonische Hure. Meine Gedanken wiederum waren an einem ganz anderen Ort. Als ich meine Trottel endlich los wurde, war Nika auch schon weg. Ich griff sofort nach meinem Handy und ging auf Facebook, um ihr Profil zu finden. Nach ein paar Sekunden wurde mir klar, dass sie und ich nun über schon längst gelöschte V-Kontakte befreundet waren. Und so hatte ich zusammen mit dem unnötigen sozialen Netzwerk auch die Verbindung zu derjenigen Person, die ich jetzt wirklich brauchte, eliminiert. Du Vollidiot, wieso habe ich nicht nach ihrer Nummer gefragt? Ich versuchte, sie über Vor- und Nachnamen zu finden, aber keine der erscheinenden Profile sah nach meiner Bekannten aus. Vielleicht hieß sie ja nicht mehr Marchenko mit Nachnamen, obwohl es unwahrscheinlich schien, dass dieses Mädchen schon verheiratet war. Mädchen wie sie tun sowas nicht. Mädchen wie sie stellen die Welt auf den Kopf, führen eine feministische Revolution, reisen mit verschiedenen Auslandsprogrammen nach Australien und Amerika, um alles auszuprobieren. So jedenfalls kannte ich sie von damals. Was würde aus uns werden, wenn ich so einfach wie sie von einem Raum in den anderen springen könnte, dachte ich einst. Action nonstop. Doch ich hatte mich mittlerweile in diese Altstadt verliebt und wollte nach dem Studium von hier aus nirgendwo hin. Hier passte mir alles. In diesem Moment piepste mein Handy aufgeregt. Nachricht von einem neuen Kontakt. Akzeptieren. Ich lächelte. Neuer alter Kontakt. Hello, Mr. Moralist. Du hast nicht mal deinen Avatar geändert. Was hast du heute noch vor? Ich wohne in der Nähe von Open House. Komm vorbei, nimm was zum Trinken mit. Nika. Und die Wohnungsadresse dazu. Nikas Wohnung war über und über mit irgendwelchem Kram verstopft, als hätte jemand sie als Sperrmülldeponie benutzt. Immerhin besaß man von hier aus einen fantastischen Blick auf die beleuchteten Straßen der Altstadt. Nika hatte sich inzwischen umgezogen und trug kurze Shorts und ein langes T-Shirt, das diese Shorts vollständig bedeckte. Es schien, als ob sie unter dem T-Shirt nichts anhatte, was mich erregte. Und zwar blitzschnell. Du bist ja schnell. Gut gemacht, zwitscherte Nika glücklich. Zuerst dachte ich, es ginge um meine Erregung, aber sie meinte immer noch meine Scheinen. Ich habe Sekt und Schokolade mitgebracht. Du bist ja ein Schatz. Du weißt doch, wie es ist. Alle meine Bekannten gingen nach Hause, alle haben Kinder und so weiter. Und ich habe so wenig Zeit hier und will noch gar nicht schlafen. Schau dir nur an, was für einen fantastischen Blick ich auf dem Balkon habe. Hab extra nach einer solchen Wohnung gesucht. Der Blick war auf die nächtliche Stadt war wirklich bezaubernd. Der wolkenlose Septemberhimmel bedeckte das glänzende Kopfsteinpflaster, die verführerisch duftenden Cafés und die alten Kirchen. Das Leben pulsierte hier Tag und Nacht. Nika warf eine große haarige Decke auf den Balkonboden, brachte Tassen und Schokolade und zündete sich genießerisch eine Zigarette an. Nun, schenk uns was ein. Danke fürs Melden, weil... Ja, ich habe V-Kontakte auch schon lange nicht mehr. Aber du warst leicht zu finden. Dieselbe Schrödinger-Katze auf dem Avatar. Sie sah mich mit einem so seltsamen Blick an, als wolle sie mir etwas Wichtiges sagen. Aber aus irgendeinem Grund schwieg sie. Wie geht's dir dort? Verheiratet? Fragte ich aus Verzweiflung. In der nächsten Sekunde biss ich mir auf die Zunge. Was für Fragen stellst du Volldepp? Dachte ich mir. Nika lachte nur. Du kennst mich doch. Heiraten? Spinnst du? Ich will noch mein Leben genießen. Aber weißt du, wie es anderswo ist? Dort wird Sex nicht als Sakrament behandelt. Weil es so natürlich ist. Vielleicht hat es mit uns deswegen nicht geklappt. Ich habe mich verschluckt.
Mit uns hat es nicht geklappt, weil du wegen dem Auslandsstudiums die Stadt für immer verlassen hast. Ich bin gegangen, weil mir hier die Luft ausging. Verstehst du? Und ich bereue nichts. Und was ist jetzt mit der Luft? Gibt es nun genug? Vollkommen. Eben weil niemand seine Nase in jeden Quark steckt. Und wenn man vor dem 30. Lebensjahr immer noch ledig und kinderlos ist, wird es keine in Frage stellen. Menschen treffen sich, verlieben sich, gehen auseinander, genießen das Leben. Verstehst du? Dort sind die Menschen in jeder Hinsicht freier. Bei uns, insbesondere im Westen des Landes, gibt es so viele Vorurteile, die eine gesunde sexuelle Erfahrung einfach zerstören. Was meinst du mit Vorurteilen? Du weißt, alle diese Klischees, von sexuellen Euphemismen bis zur falschen Frömmigkeit mit ihrem Jungfräulichkeitskult. Komm schon, was verstehst du unter Jungfräulichkeitskult in unserer Zeit? Abgesehen davon ist Jungfräulichkeit doch nicht unbedingt schlecht. Und was soll man damit machen? Eine Suppe kochen? Ich fördere ja nicht, dass man schon in der Grundschule mit jedem Zweiten in die Kiste gehen soll. Ganz und gar nicht. Aber sich für einen Einzelnen zu bewahren, wäre ebenso falsch. Fucking go! Genieße das Leben! Und was ist mit den Frauen der Generation unserer Mütter und Großmütter? Im Ernst, kann ein Zeichen von sexuellem Bewusstsein. Eine ganze Generation von Frauen, die sich nicht einmal vorstellen konnten, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Ganz zu schweigen davon, darüber zu reden. Übertreibe doch nicht. Wieso sollte man über die intimsten Dinge reden? Wieso nicht, wenn es dich glücklich macht? Warum geben wir uns gegenseitig Ratschläge, wenn jemand verlassen werden muss, aber nicht darüber, wie man einen festhält? Man kann doch einen nicht nur damit festhalten. Siehst du? Damit. Auch du kannst noch nicht mal das Wort Sex laut aussprechen. Und nein, natürlich nicht nur mit Sex. Aber es geht nicht nur um die Keuschheit. Das Ausmaß der Tragödie ist viel größer, denn die verfickten Sowjets haben während 72 Jahren unsere Libido zerstört. Ich meine es ernst. Manchmal wissen unsere Männer nicht einmal, wo sich die Klitoris einer Frau befindet. Abgesehen davon, was man damit machen soll. Ich würde am liebsten Handbücher mit Anweisungen rausbringen, wie bei IKEA. Für Männer und für Frauen. Denn um Spaß zu haben, benötigt man zum einen Informationen und zum anderen ein Verständnis darüber, dass die Verwendung solcher Informationen ganz normal ist. Und unsere Männer, wenn sie 3 Sexstellungen beherrschen, ist es bereits eine Leistung. Und wenn sie davor unsere Brüste berührt haben, dann fühlen sie sich als Gott, Sexgötter. Und anstatt miteinander über sexuelle Bedürfnisse zu sprechen, schauen unsere Leute Bachelor an. Bist du also Nymphomane? Na, natürlich nicht. Nymphomanie ist eine Krankheit und eine Sucht. Und ich liebe die Freiheit zu sehr, um dem Ruf meiner Vagina zu gehorchen. Hast du also Angst vor Sexsucht? Was für ein Quatsch. Ich habe vor nichts Angst. So meinte ich das nicht. Weißt du, was absolute Freiheit bedeutet? Wenn du selbst die Wahl triffst und die Umstände dies ermöglichen. Du wirst nicht gezwungen oder musst etwas aus reiner Notwendigkeit machen. Du tust etwas oder tust es nicht, nur weil du es so willst. Du liebst jemanden einfach, weil du lieben willst und nicht, weil du Angst hast, allein zu bleiben. Du schläfst mit jemandem, weil du sie oder ihn oder von mir aus sie beide willst. Du selbst, ohne Zwang. Die Sucht hingegen zwingt dich. Somit bin ich keine Nymphomanin. Nö. Ich liebe einfach Sex. Sie sagte dies alles mit solcher Leidenschaft, so laut, so emotional, dass es mir vorkam, als könne die ganze Stadt und das ganze keusche Galizien Nikas Vortrag über moderne Sexologie hören. Und ich saß wie ein Trottel mit meinem Ständer da und hörte ihren Monolog über sexuelle Bedürfnisse. Plötzlich gab sie mir eine selbstgedrehte Zigarette, die ganz zufällig irgendwo in ihrer Nähe lag. Willst du? Ich rauche nicht. Wer redet denn hier vom Rauchen? Früher mochtest du sowas. Sie zündete den Joint an, zog tief an, ihm und gab ihn mir weiter. Ich zog ein bisschen und habe fast nicht gehustet. Nika lächelte mich an, nahm den Joint von mir und sagte, weißt du noch, wie wir es damals machten? Und zog den Rauch wieder tief ein. Dann berührte sie sanft mein Gesicht, kam näher und machte ganz langsam einen Headshot. Ich habe lange nicht mehr gekifft, jetzt dreht sich alles ein bisschen. Sagte ich und fasste auf den Boden unter mir. Das ist normal, Liebling.
versuche einfach, dich zu entspannen und an nichts mehr zu denken. Im Endeffekt ist es das, was mich tatsächlich rettet, antwortete Nika und wiederholte den Headshot. Ich spürte, wie ein Schauer durch ihren Körper lief. Nika umarmte mich noch fester und stellte die Musik auf ihrem Handy lauter, gerade als Heaven von Depeche Mode lief. Hast du für jeden Moment eine Stimmung? Fragte ich Nika. Sie leckte ihren Kopf auf meinen Schoß und antwortete leise. Die sind so cool. Ich liebe sie. Vor kurzem war ich endlich bei einem ihrer Konzerte, wollte sie unbedingt live erleben, weißt du? Ich wusste, dass es ihre Lieblingsband war und ich konnte mich ganz gut daran erinnern, wie ich damals ihr Album Sounds of the Universe gesucht habe. Übrigens besitze ich immer noch die CD, die du mir ins geschenkt hast, obwohl ich keinen CD-Player mehr habe, sagte Nika, als würde sie meine Gedanken lesen können. Sie war in diesem Moment so schön, mit ihren roten langen Haaren, die über meine Knie fielen, in ihren Minishorts und dem T-Shirt, das ein wenig hochrutschte und ein kleines Stück ihrer Haut erblößte. Ich legte meine Hände auf ihren heißen Bauch. Ihr Herz pochte. Für einen kurzen Augenblick bekam ich sogar Angst, aber Nika meinte, als würde sie wieder meine Gedanken lesen, dass ihr Herz immer so auf Gras reagiert. Ich weiß nicht, wie lange wir so lagen, Musik hörten und uns berührten. Ich konnte jeden Millimeter ihrer Nähe, ihres Geruchs, des Geruchs ihrer roten Haare und ihrer Haut spüren. Ich schloss die Augen und schwamm in der Welt meiner Wünsche und Fantasien. Und dann spürte ich ihre Hand in meine Hose, so eindringlich und entschlossen. Ich war sehr erregt und sie spürte es. Sie begann mich leidenschaftlich zu küssen. Und ich drückte fest ihren Arsch und schob meine Handfläche in ihre kurzen, engen Shorts. Mein Gott, mir war schwindelig. Alkohol, Gras, der Geruch ihres Körpers und ihrer Wünsche. Ich berührte sie so, wie ich noch kein einziges Mädel berührt habe. Ich drückte meine Finger tiefer und tiefer und leckte gierig ihren Mund. Ich trank langsam in sie ein und genoss jeden Zentimeter meines Eindringens. Sie stöhnte leise. Ich schien nicht der einzige Hypersensible zu sein. Es war so warm in ihr, so schön und wir bewegten uns in Takt der Musik, die irgendwo in der Außenwelt spielte. Ich konnte spüren, wie sich ihre Nägel in meinen Rücken bohrten. Und wie sie versuchte, mir so nah wie möglich zu sein, als würden wir verschmelzen. Ich wollte sie, selbst als ich schon in ihr war. Und ihre Wildheit machte mich noch mehr an. Und dann fuhr sie mit den Fingern über meinen Arsch. Ich versuchte zu protestieren, aber in ihren Händen fühlte ich mich wie Plastilin. Vertrau mir, flüsterte Nika. Ich war so berauscht, dass ich nicht widersprechen konnte. Und sie wusste ganz genau, was sie tat. Sie drückte auf alle geheimen Zonen des Mannes. Es war himmelreichend gut. Ich hatte sowas noch nie erlebt. Keine meiner Exen hat sowas getan. Also konnte ich es nicht lange aushalten und bin schnell gekommen. Das ist nicht fair, Liebling. Und was ist mit mir? Sorry, das war keine Absicht. Ja, alles easy. Passiert. Du kannst dich morgen verbessern. Lass uns schlafen gehen. Es wird bald dämmern. Sie nahm meine Hand, führte mich zum Bett, wandte sich in die Wand, legte einen Arm um mich und schlief ein. Ich bin gekommen und sie ist eingeschlafen. Aber auch ich schlief ziemlich bald ein. Ich erwachte wegen des starken Kaffeegeruchs. Nika lag nicht mehr im Bett. Ich fand sie auf derselben Decke, auf der mir gestern so schwindelig war. Sie saß völlig nackt da, hielt eine große Tasse Kaffee in der Hand und rauchte. Habe ich dich aufgeweckt? Tut mir leid. Wahrscheinlich habe ich dich gestern etwas überrascht. Ich hatte Spaß. Ich auch, weißt du? Gras macht mich immer so geil. Und ich habe dann Sex mit einer dreifachen Leidenschaft. Mein persönliches Aphrodisiakum. Und wenn du alleine kiffst? Nun, dann gibt es nicht so viele Optionen, if you know what I mean. Bist du eigentlich hungrig? Gehen wir ins beste Café der Stadt. Ich verspreche, es wird dir gefallen. Ich habe Hunger, ja. Aber ich will nirgendwo hingehen. Plötzlich stand sie auf und ihre Vagina war direkt vor meinen Augen. Nun,
Du hast versprochen, dich morgens zu verbessern. Willst du mich also füttern? Wir bleiben noch ein paar Stunden vor dem Abflug. Lass uns ins Bett gehen. Und ich ging. Triptychon über den Nutzen von allerlei Arten schmerzstillender Mittel. Tief in der dunklen Nacht ging Adiktia einmal in die Küche, nahm ein Glas vom Tisch, schaute hinein und verschwand. Ohne zu zögern, hatte das Glas die junge Frau geschluckt. Verzweifelt wand sich Adiktia im reißenden Wasser und schlug mit der Stirn gegen Wände aus Glas. Und diese Wände waren die Eingeweide des reißenden Wassers. Und von den Schlägen wuchsen ihr Beulen wie Tannenzapfen auf der Stirn. Das Glas kapierte schnell, welche Beute es gemacht hatte, und begann zu kauen. Es kaute langsam, mit Genuss, konzentriert. Plötzlich regnete etwas auf Adiktias Kopf herab. Blub, blub, blub. Alles um sie her wurde anders. Farbe, Geschmack, das konnte nur eins bedeuten. Das Glas hatte sie gesalzen und gepfeffert. Jetzt bearbeiteten seine geriffelten Kiefer Adiktias Kopf, malten alles zu einem schönen Brei. Augen, Mund, Nase, alles durcheinander. Die eleganten, gläsernen Scheren riesen ihr die Zähne einzeln aus und jonglierten dann lachend mit den blutigen Molaren. Als Adiktias schmerzerfüllt dabei zusah, wie ein unsichtbarer und ungeheurer Mund ihr Gesicht Stück um Stück auseinandernahm, hatte sie schon ganz vergessen, wieso sie tief in der dunklen Nacht überhaupt nach einem Glas gesucht hatte. Komischerweise aber brauchte die junge Frau sich nur an den Kopf zu greifen, um festzustellen, dass alles noch da war. Sie fühlte einen stechenden Schmerz im Bereich des Sonnengeflechts, als hätte jemand ihr Leben an der Angel und zerre es eiskalt den Hals hoch nach draußen. Aus ihrem ganzen Körper strömte Leben. Aus dem Bauch, dem Mund, den Ohren. Wie schön. Die bläuliche Substanz schimmerte opalfarben im finsteren Nebel ringsum. Einatmen, ausatmen. Irgendwie war es Adiktia gelungen, heil zu bleiben. Über ihrem Kopf summten Bienen, fuhren unzählige Güterzüge. Sie sah nach oben und durchs Wasser hindurch schien die Welt das allervollkommenste Rätsel. So war das, als Adiktia einmal von einem Glas gegessen wurde. Gläser, die Menschen essen, sind gar nicht so selten, habe ich gehört.
an einem unerträglich heißen Tag stapfte Dixie durch die Wüste und ihr ausgetrockneter Gaumen hatte Milliarden Jahre kein Wasser mehr gespürt. Adixias Haut war vertrocknet und hutzelig, wie bei einer toten Eidechse nach einem ganzen Monat unter der brennenden Sonne. Ihre Hände aber zitterten vor Lust und Vergützung. Wie glücklich sie war. Und dieses Glück, es kam daher, dass Adixia gerade Liebe machte mit einem Kaktus. Eine selten schöne Geschichte, Liebe auf den ersten Blick. Sie mussten sich nur begegnen, schon hörte die Vergangenheit auf zu sein. Adixias Zähne drangen in das zarte Fleisch des Kaktus und seine Dornen bohrten sich in ihren Mund. Und nur hin und wieder spuckte sie Blut aus, während sie ihn in fiebrige Ekstase mit Küssen bedeckte. Bald spürte sie den Boden unter ihren Füßen glühen und schwamm los, indem sie mit Armen und Beinen wie eine Windmühle tat. Sie wirbelte eine Staubwolke auf und der Staub verklebte ihre Augen und alles um sie her erschien ihr wunderschön. Irgendwann sah Adixia gar nichts mehr und da begann sie zu lachen. Und zusammen mit ihrem Kaktus lachte sie über die ganze Welt. Sie lachten über Krankheiten, über den Tod, die Gier und vor allem über sich selbst. Sie standen in einem Schauer aus heiliger Milch und dieser Schauer fiel direkt vom Himmel. Und der Himmel, das war Adixia. Überall auf dem Körper der jungen Frau sprossen jetzt Zitzen. Im Mund, aus den blinden Augen, aus der Zehen wuchsen Zitzen. Adixia wollte sich das merken, es aufschreiben, aber sie hatte zu schreiben verlernt und den Fotoapparat gab es nicht, der die Gegenwart so behutsam mumifiziert hätte, wie es ihre gnadenlose Erinnerung vermochte. Da sprang plötzlich die wilde Katze Schatten Adixia tiefschwarz an. Jäh und heftig fiel sie über die junge Frau her, drang als ein Läuten in ihre Ohren und schleppte sie schließlich mit sich fort. Die Milch verschwand. Es verschwanden der Kaktus und das Lachen. Adixias Hände zitterten nicht mehr. Sogar die Wüste verschwand. Sie wurde kleiner und kleiner, bis sie zu einer fetten Fliege schrumpfte. Die Fliege setzte sich auf ein Stück Brot, das Tomaten verschmiert im Teller klebte, drehte einige Runden über dem verrosteten Waschbecken und flog davon. Es war so heiß wie vorher auch. Adixia trank Wasser und weinte, trank Wasser und weinte und trank Wasser und weinte, bis ihr übel wurde. Und mit jedem Schluck Wasser wurde die Hitze weniger. Und die Hitze wurde weniger. Am Morgen wachte Adixia auf, wusch sich, spülte den Mund mit einem Aufguss von Eichenrinde und geriet ins Brüten, warum in aller Welt sie eigentlich lebte. Aber kaum hatte sie sich ihren Grübeleien hingegeben, da kam schon ein leeres Blatt Papier durchs Fenster geflogen und begann sie zu würgen. Als das Blatt damit fertig war, stand sie plötzlich in einem schönen Bürokleid da. Das Blatt riss Adixia von den Beinen, lupfte sie auf seinen Rücken, als wäre es ein fliegender Teppich und flog zum Fenster hinaus. Sie flogen inmitten von Wolken und Adixia sah, dass Wolken aus Zahlen und Buchstaben bestehen. Überall zogen lange Reihen aus Funktionsgraphen und Gleichungen vorüber. Sie lächelten, verbeugten sich vor der jungen Frau und massierten ihre Fußsohlen.
Aditya war glücklich. Wie angenehm, einmal von allen angebetet zu werden. Wenn sie nach unten blickte, sah sie andere Leute. Denen massierte niemand die Fußsohle. Sie zeigte mit dem Finger in ihre Richtung und kicherte gemeinsam mit ihrem neuen Freund, dem weißen Blatt. Bald musste sie wieder ernst sein. Wie sich herausstellte, war sie eine Königin. Um sie herum wirbelten Zahlen, die Hilfe brauchten. Manche kränkelten etwas, man musste Temperatur messen, Einläufe machen und Tee mit Zitrone kochen. Manche hatten ihre bessere Hälfte verloren, man musste in den sozialen Netzwerken Fragebögen erstellen und bei digitalen Heiratsvermittlungen anklopfen. Kaum wollte Aditya durchatmen nach den ganzen Sorgen, da ging eine Lawine aus karierten Zetteln auf sie nieder. Und alle piepsten sie, schreib, 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 arbeit, arbeit, arbeit. Sie schrieb längst ohne jedes Zeitgefühl und hatte schon mehrmals die Hände gewechselt, weil die Alten vor Müdigkeit abgefallen waren, aber es schwebten immer mehr Zettel herbei. Aditya machte weiter. Sie war doch trotz allem eine gute Königin. Die Uhr klingelte. Es wurde Abend. Die Buchstaben und Zahlen flatterten weniger freudig umher. Sie dachten langsam ans Heimgehen in ihre zweidimensionalen Höhlen, wo sie neue Gleichungen machen könnten. Für mich ist es auch Zeit, sagte Aditya zu sich selbst. Da trug sie das Blatt auch schon mit sich fort. Einen Wimpernschlag später war die junge Frau zu Hause in ihrem Zimmer auf ihrem Bett. Sie seufzte, schlief ein, wachte auf, wusch sich, spülte den Mund mit einem Aufguss von Eichenrinde. Dann geriet sie ins Brüten. Warum in aller Welt lebte sie eigentlich?